Soweit Jürgen Hart. Jetzt wollen wir schnell live nach Brüssel schalten. Annalena Baerbock, die Außenministerin beim Treffen der EU-Außenminister heute. Wir hören live rein, was sie dort zu sagen hat. Mit den 40 Milliarden jährlich, die wir gerade bei der NATO beschlossen haben, und auch mit den zusätzlichen 50 Milliarden der EU-Ukraine-Facility. Denn klar ist, es geht hier nicht nur um die Verteidigung der Ukraine, es geht um die Verteidigung der europäischen Friedensordnung. Und unsere Kinder werden uns irgendwann fragen, was war euch der europäische Friede wert? Und deswegen ist es so zentral, dass wir zusätzlich zur Unterstützung der Ukraine in unsere eigene Wehrfähigkeit, in unsere eigene Abschreckung investieren, weil wir unseren Frieden schützen wollen. Es war Putin, der nicht nur die Ukraine angegriffen hat, sondern auch die europäische Friedensordnung, auch die Zusammenarbeit zur Abrüstung, die er kaputt gemacht hat in den letzten Jahren, auch die Zusammenarbeit in der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Und deswegen ist es für uns so zentral, für unseren Frieden und unsere Freiheit einzustehen. Zweites großes Thema, natürlich die Lage in Nahost. Der IGH hat gerade ein wegweisendes Gutachten veröffentlicht, darin deutlich gemacht, dass wir nicht nur mit Blick auf die Situation in Nahost, sondern auch mit Blick auf die Zwei-Staaten-Lösung eine Verantwortung als internationale Gemeinschaft haben. Wir haben heute die Möglichkeit, hier in Brüssel uns als Europäer dieses Gutachten intensiv anzuschauen. Klar war bereits vor dem Gutachten, dass die Siedlungspolitik der israelischen Regierung völkerrechtswidrig ist und dass die Siedlungspolitik einer Zwei-Staaten-Lösung im Wege steht. Deswegen gilt auch, selbst wenn dieses Gutachten nicht bindend ist, dass die israelische Regierung gut beraten wäre, dieses Gutachten ernst zu nehmen und vor allen Dingen endlich den Weg frei zu machen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Denn sie ist die einzige Sicherheit, dass Palästinenser und Israelis perspektivisch gemeinsam in Frieden leben können. Frau Ministerin, was halten Sie von den Vorschlägen, das für Ende August geplante informelle EU-Außenministertreffen nicht so stattfinden zu lassen und stattdessen hier ein formelles Treffen in Brüssel einzuberufen? Und vielleicht noch mal ganz kurz zu den konkreten Vorschlägen des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán für Friedensverhandlungen, die Chinesen mehr einzubeziehen und auch die diplomatischen Kontakte für Russland zu Russland wieder aufzubauen. Sind das Dinge, über die man aus Ihrer Sicht reden kann und sollte? Zu der ungarischen Interpretation der Ratspräsidentschaft ist bereits alles gesagt. Klar ist, in der Außen- und Sicherheitspolitik vertritt die Europäische Union im Falle der Außenminister, der hohe Beauftragte, die Außenpolitik der Europäischen Union. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass die Ego-Trips der letzten Tage große Irritation auch bei vielen anderen Akteuren auf der Welt ausgelöst haben. Deswegen liegt auch die Frage des Gümnich-Treffens in den Händen des hohen Beauftragten. Joe Biden ist gestern zurückgetreten aus dem Wahlkampf. Was bedeutet das für die EU und wie hat seine Präsidentschaft bisher die transatlantischen Beziehungen auch mitgeformt? Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten. Joe Biden stellt die Interessen seines Landes über seine eigenen. Joe Biden hat zudem nicht nur in seiner Amtszeit als Präsident unglaublich viel für die transatlantischen Beziehungen getan. Die Zusammenarbeit ist vielleicht so intensiv wie nie zuvor, sondern dazu in seinem ganzen politischen Leben intensiv beigetragen. Und gerade in diesen Zeiten, wo Europa und wo das transatlantische Bündnis so herausgefordert war es der amerikanische Präsident, der durch seinen engen Schulterschluss nicht nur dem europäischen Kontinent beigestanden hat, sondern damit der Sicherheit im transatlantischen Bündnis. Die NATO ist stärker als je zuvor, weil wir geschlossen und gemeinsam agiert haben und agieren. Der europäische Pfeiler innerhalb der NATO ist gestärkt und der wird weiter intensiv ausgebaut. Und das Schöne in
einer Demokratie ist ja, dass der Ausgang von Wahlen in den Händen der Wählerinnen und Wähler liegt. Natürlich schauen wir alle gespannt auf die nächsten Wochen und Monate in den USA, weil die Zusammenarbeit zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika gerade auch für unseren Frieden und für unsere Sicherheit zentral ist. Klar ist aber auch, unabhängig vom Ausgang der Wahl gilt, wir müssen mehr in unsere eigene Sicherheit investieren. Europa muss stärker werden, gerade im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Was wollen Sie denn noch tun? Ja, soweit Außenministerin Annalena Baerbock live aus Brüssel. Das war Ihre Reaktion. Der Bundeskanzler hat auch auf die Entwicklung in den USA reagiert. Er schrieb auf X: Mein Freund Joe Biden hat viel erreicht für sein Land, für Europa, die Welt. Dank ihm ist die transatlantische Zusammenarbeit eng, die NATO stark, die USA ein guter und verlässlicher Partner für uns. Sein Entschluss, nicht noch einmal zu kandidieren, verdient Anerkennung. Zitat Ende. Soweit der Bundeskanzler. Im Studio nach wie vor Professor Stefan Fröhlich, der Transatlantik-Experte. Wir haben vorhin schon gesehen, jetzt kommt also sehr wahrscheinlich Kamala Harris als Kandidatin. Das, was jetzt kommt in Richtung Joe Biden, klingt eh schon wie so ein politischer Nachruf. Ich denke, ab heute ist er so gesehen in gewisser Hinsicht Geschichte. Was kommt jetzt auf Donald Trump zu? Er 59, Kamala Harris, er 78. Muss er jetzt befürchten, dass er jetzt mit Verlauf wie so ein alter Opa wirkt? Sie sagen es. Und das ist ja das Interessante. Das war ja das Thema in den letzten Wochen oder spätestens seit dem TV-Duell. Und auf dem Parteitag dann, im Nominierungskonvent der Republikaner, hat man das ja noch mal sehr schön gesehen. Wie wurde der inszeniert? Der Schwache gegen den Starken, gegen den Hoffnungsträger und denjenigen, der sich durch nichts, selbst durch einen solchen Attentatsversuch, nicht erschüttern lässt. Das ist die Klaviatur gewesen. Das muss komplett geändert werden. Die Regie muss geändert werden. Denn jetzt kann man nicht mehr mit dem Alter kommen und dem senilen Präsidenten, sondern jetzt hat man den Generationsunterschied zwischen Demokraten und Republikanern. Und auf einmal ist er der bislang älteste Kandidat, Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der Vereinigten Staaten. So, mal gucken, was die Demokraten daraus machen. Wie sehr kann Kamala Harris, wenn sie denn die Kandidatin wird, da gehen wir jetzt mal von aus, denn in die Mitte vielleicht auch Richtung moderate Republikaner wirken? Wie kann sie Leute rüberziehen? Sind es besonders Einwanderer, sind es die Frauen oder beide? Also, das sind sie auf jeden Fall. Wichtig wird jetzt sein, und da hat sie natürlich mit Sicherheit gute Chancen, sie sprechen es an, es wird auch bei diesen Wahlen so sein, dass die sogenannten Swing States, die Wechselwähler, entscheidend sind. Und die sind nach bisherigen Umfragen, letzten Umfragen, das Lager ist diesmal noch größer als je zuvor. Das sind viele. Und wir haben, deswegen wird es auch interessant sein, wen wird sie am Ende als ihren Running Mate nehmen? Wer wird Vizepräsident einer möglichen Präsidentin Kamala Harris? Und da wird es mit Sicherheit auch am Ende ein Gouverneur sein, oder könnte man sich vorstellen, der vielleicht aus einem der Swing States kommt, aus diesen Wechselwählerstaaten. Und das wäre natürlich ein entsprechendes Signal. Um die wird es weitergehen. Und da hat Kamala Harris mit Sicherheit größere Chancen momentan, als sie Joe Biden hat. Vor allem, wenn wir an die Inhalte kommen. Ja, Josh, Sie sprechen ja Ihren möglichen Kandidaten für das Amt des Vizes an. Josh Shapiro, so heißt er, Gouverneur von Pennsylvania, wurde da genannt, habe ich gelesen. Was muss man über ihn wissen? Ja, er gehört, Pennsylvania ist ja einer dieser Staaten, wo der immer auch den Umstrittenen ist. Und Shapiro ist ein Schwergewicht, war auch immer einer, der gehandelt wurde bei den Demokraten im Vorfeld, als es noch gar nicht klar war, wie geht's danach weiter. Und seine Unterstützung ist mit Sicherheit auch jetzt schon dieses Signal, auch die Bereitschaft dazu, prominente andere, Gretchen Whitmer aus Michigan und dann eben noch Gary Newsom aus Kalifornien. Das sind Kandidaten, die haben sofort gesagt, wir machen das nicht, dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Das waren die Favoriten. Shapiro, Cooper, das sind so eine Reihe, Kelly, eine Reihe von Leuten, die sind sozusagen die potenziellen Kandidaten für dieses Vizepräsidentenamt. Wenn die sich jetzt sozusagen klar und deutlich positionieren, erklären, ist das eben auch noch mal ein Signal, dass es am Ende des Tages auf Kamala Harris hinauslaufen wird. Wir haben ja gerade die Außenministerin gehört, live aus Brüssel. Sie hat gesagt, da kommen interessante, spannende Tage auf uns zu, gerade auch auf die europäische Politik. Wie wichtig ist es für die deutsche Politik,
zu beiden Lagern, ich meine, es steht ja wahrscheinlich spitz auf Knopf, kann auch sein, dass Donald Trump noch mal Präsident wird, zu beiden Lagern Gesprächskanäle führt. Scholz spricht davon, mein Freund Joe Biden, klar, er hatte einen guten Draht zu Joe Biden, aber muss nicht auch der Bundeskanzler auch jetzt schon den Gesprächsfaden zu Donald Trump wieder auf aufnehmen? Auf jeden Fall. Der Wahlausgang ist ungewiss. Es ist nichts entschieden, auch wenn man jetzt vielleicht im ersten Moment meinen möchte, das Momentum geht wieder so ein bisschen Richtung Demokraten. Das ist längst nicht entschieden. Und gerade bei den Wechselwählern, das weiß man, wenn man die Beobachtungen die letzten Wahlen beobachtet, wird im letzten Moment, wird in den letzten 4, 6 Wochen entschieden. Und was sich bis dahin tut, das können wir im Moment seriös nicht prophezeien und prognostizieren. Aber das wird wichtig sein. Und ich würde mal sagen, man sollte bei all dem sich darüber im Klaren sein, in der Bundesrepublik wie in Europa, egal wer kommt, ob Demokrat oder Republikaner, ob Trump zurückkehrt oder ein Demokrat oder Kamala Harris jetzt die nächste Präsidentin wird, es bleiben die Themen auf der Agenda. Und wir sollten uns so aufstellen, dass wir in irgendeiner Form sehen, dass wir für die Amerikaner unerlässliche Partner bleiben. Ja, denn für uns sind sie es nach wie vor umgekehrt. Den Onkel aus Amerika, der für uns die Kohlen in Sachen Verteidigung aus dem Feuer holt, wird es nicht mehr geben, selbst wenn er dann eine Tante sein wird in Zukunft. Das müssen wir schon selber machen. Herr Professor Fröhlich, dieser Appell zum Schluss ist angekommen. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Wir kommen noch mal zurück zum Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Noch ist die neue Kommission nicht in Amt und Würden. Deshalb ist Josep Borrell noch zuständig für die Außenvertretung der Europäischen Union. Und er hat sich heute Morgen vor Beginn des EU-Außenministertreffens zu den Themen, die da auf der Agenda stehen, geäußert. Das ist der letzte Außenministerrat vor der Sommerpause. Und wie immer ist es so, dass die Ukraine, der Gazastreifen und das Westjordanland auf dem Programm stehen. Aber es wird auch die neue Präsidentin der Europäischen Investitionsbank vor Ort sein. Wir werden sehen, wie wir die Mittel der EIB besser organisieren können und abstimmen können auf unsere Außenpolitik und insbesondere auf unsere Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Und wie auch unsere Verteidigungsanstrengungen finanziert werden können. Die EIB ist ein wichtiger Player. Sie hat ein größeres Portfolio als die Weltbank. Und die Präsidentin kommt heute hierher, damit wir darüber debattieren können, wie wir die Unterstützung besser nutzen können. Insbesondere geht es darum, in die Außenpolitik zu investieren. Darüber wurde bereits im Europäischen Parlament gesprochen. In der Ukraine gibt es heute zwei Themen, über die wir sprechen. Wir möchten versuchen zu verhindern, dass das Stromerzeugungssystem komplett zerstört wird. 70% der Stromerzeugungsfähigkeiten könnten zerstört werden. Jetzt ist Sommer. Im Winter wird dies jedoch noch sehr viel schwieriger zu ertragen sein. Ich rufe also die Mitgliedstaaten auf, noch mehr Hilfe zur Verfügung zu stellen, um das Stromerzeugungsnetz wieder aufzubauen. Zweitens geht es um die Luftverteidigung. Direkt nach dem Besuch des Premierministers Orbán in Kiew und in Moskau wurde ein Kinderkrankenhaus zerstört. Es wurde getroffen von russischen Raketen. Es gab sehr viele Opfer unter den Kindern in diesem Krankenhaus. Wir brauchen also mehr Luftverteidigung und mehr Stromerzeugungsfähigkeiten. Das sind also die zwei Punkte, über die wir sprechen. Selbstverständlich werden wir auch über andere Themen sprechen, über die Ukraine. Wir hören auch den Premierminister Kuleba. Und dann wird es ein beschränktes Treffen nur der Außenminister geben, um darüber zu sprechen, was die letzten Wochen passiert ist, seit dem Besuch in Moskau, Kiew und Peking des Premierministers Orbán. Es wird auch um die Reden im Sicherheitsrat gehen des Außenministers, wo der EU vorgeworfen wurde, eine Union zu sein, die den Krieg vorantreibt. Das ist wirklich inakzeptabel. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine und wir möchten, dass dieser Krieg auf der Grundlage der Vereinten Nationen zu einem Ende kommt. Wir möchten
dass es hier klare Vorgaben gibt. Die Europäische Union setzt sich nicht für einen Krieg ein. Wir sind nicht auf der Seite des Krieges. Wir unterstützen die Ukraine in dieser Aggression. Zweitens geht es um die Situation im Nahen Osten. Es gibt nun ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von Freitag. Und hier wird eindeutig hervorgehoben, die Meinung, die die Europäische Union immer vertreten hat. Die Besetzung des Westjordanlands ist illegal und muss aufhören. Nun, das ist ein Gutachten, aber es handelt sich schließlich um den Internationalen Gerichtshof, die höchste rechtliche Einrichtung. Und hier wurde festgelegt, dass dies illegal ist und dass dies aufhören muss und dass dies zurückgezogen werden muss. Und die Regierung Netanyahus hat schnell reagiert und gesagt, nein, dieses Land gehört uns. Aus historischen Gründen. Nun, man kann die Geschichte interpretieren, wie man möchte, aber es geht hier um das Völkerrecht. Und wir respektieren das Völkerrecht. Und wir müssen darüber sprechen, was wir jetzt konkret tun. Welche Folgen hat dieses Gutachten des Internationalen Gerichtshofs? Wie geht die EU mit diesem Gutachten um? Und wie positionieren wir uns hier zum Nahen Osten? Es geht nicht, die Geschichte vom Völkerrecht abzugrenzen. Es gab noch nie so einen großen Unterschied zwischen dem Völkerrecht und der Situation vor Ort. Im Gazastreifen sehen wir eine humanitäre Katastrophe, die vom Menschen ausgelöst wurde. Und dies ist unerträglich.